Grüß Gott, mein Name ist Ländle TV. Heute sind wir einmal im Ausland. Wir sind im Liechtenstein. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Wir sind heute im Grand Casino Liechtenstein. Und der Direktor, der Jalcin Gino Dündar, der macht mit mir eine Tour, eine außergewöhnliche. Wir würden nicht rauswandern, aber als Wandertipp ist das denn hervorragend. Er hat ein tolles Ziel ausgesucht. Aber ich würde sagen, gehen wir einmal da rein und schauen, ob der Direktor überhaupt schon da ist. Da war schon ein sehr imposanter Eingang da. Grand Casino Liechtenstein. Oh, und nette Damen. Ja, grüß Gott miteinander. Ist der Direktor Dündar schon da? Ja, sicher, Monsieur, der ist 24 Stunden da. Ich bin da. Jetzt hast du mich überrascht. Hallo Gino. Servus. Servus. Hallo. Wow, ist das ein tolles Casino da. Findest du? Na hallo, du, also wenn man da herkommt und wenn man die Damen sieht, hat man eh schon Glück. Das stimmt. Gell? Das stimmt. Ja, schön, dass ihr da seid. Du, wie groß ist das Casino? Insgesamt haben wir 7000 Quadratmeter. Das ganze Gebäude, 4200 Quadratmeter die Spielfläche. Wow, und seit wann bist du hier Direktor? Seit Februar 22. Wow, und hast du schon so einen großen Namen gemacht da? Ich? Das Casino an sich hat einen großen Namen. Ja, aber wir als Vorarlberger, wir kennen den Gino, der prägt die Vorarlberger sportliche Welt, speziell jetzt mit Alltag. Da. Ich meine, stimmt, du hast ein Herz für Alltag. Das stimmt, seit 2 Jahren sind wir da aktiv mit drin und das macht extrem Riesenspaß mit denen. Mhm. Wenn wir jetzt beim Casino da bleiben, welche Spiele kann man denn da spielen? Du, wir haben alles. Wir haben von Slotbereich bis hin zu Tischspielen, Roulette, Blackjack, die klassischen. Oben im dritten haben wir den Poker Room mit 53 Pokertischen. Hier haben wir das jetzt dementsprechend auch schön dekoriert für die WPT, was jetzt diese Woche ansteht. 1 Million Schweizer Franken garantiert mit 1100 Buy-in. Bei dir hier? In, ja, genau, hier in Gamprin? Hier in Gamprin. Da klingelt die Kasse? Da klingelt die Kasse. Ja, irgendein Glücklicher wird dir dabei sein da. Irgendeiner war das. Letztes Jahr war das in Ungarn, der 350.000 Dollar gewonnen hat. Umgerechnet sind das 320.000 Franken. Da sehe ich in meinen Augen viele Nullen. Bling, bling, bling. Viele Nullen, bing, 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 bing. Ja, aber du, wir machen eine Wanderung jetzt. Und Du hast einen wunderschönen Berg ausgesucht. Wo gehen wir hin? Na, Frümsen. Frümsen und dann hinauf mit der Seilbahn. Genau, das stimmt. Da freue ich mich drauf, obwohl ich... Und da werden wir schauen jetzt da, gell? Genau. Okay, gell? Dann gehen wir los. Dann gehen wir los. Gino, jetzt sind wir hier in Frümsen. Wo geht es jetzt hin? Ganz genau, wir sind hier in Frümsen bei der berüchtigten Staubahn, beziehungsweise Staubern. Jetzt gehen wir gleich hoch, hier links um die Ecke und gehen hoch auf den Berg. Und du warst schon oben? Ich war das letzte Mal vor 3 Wochen oben. Wie gesagt, obwohl ich Höhenangst habe, nehme ich das für dich in Kauf. Du. Ja, ich auch gerade. Ich halte dich fest auf jeden Fall. Ja, mit dem atemberaubenden Ausblick. Ja, dann gehen wir los. Ja, passt. Ja, ja. Gino, da ist der Wow-Effekt jetzt. Mega-Effekt, oder? Mega Ausblick. Habe ich dir nicht zu viel versprochen. Nein, da schauen wir. Da unten ist das Grand Casino. Bändern. Also wie gesagt, man sieht komplett den Rheintal. Da liegt ja ganz Liechtenstein fast bis Chur hinauf zu Füßen. Das stimmt. Und da, wenn wir da hinunterschauen, da sieht man ja das ist den ganzen Walgau, Feldkirch, ja bis Bludenz und noch Bond davon. Ja, da sieht man alles schön. Und das Wetter gibt auch her, damit man alles schön sieht. Also wirklich atemberaubend. Hier kann man sich dementsprechend zurückziehen, oder? Ja, die Bergkulisse ist einfach beeindruckend. Ganz hinten die Zimmer und wow. Und ja, da schauen wir in die Schweiz hinüber. Das ist natürlich die ganz tolle Gruppe da. Aber ich würde sagen, wir spazieren jetzt ein Stück und reden über das. Gino, Kompliment, du hast einen guten Geschmack.
Das stimmt, oder? Sehr schön hier, oder? Schau dir mal an. Da hinten? Das du, hier hinten ist Appenzellerland. Da hinten haben wir den hohen Kasten mit der Seilbahn dazu. Hier vorne haben wir noch mal die eine Seilbahn. Und bis man da jetzt da hinten hinkommt, dauert auch schon ewig. Aber alleine dieser Ausblick auf Appenzell. Grandios. Übrigens, ein Wandervorschlag, ein toller. Da gibt es den Grützeweg zum hohen Kasten. Wochenende sollte man den nicht gehen, weil du bist nur am Grützi. Grützi, Grützi, Grützi. Da kommen so viele Leute hoch. Du, wenn ich mal die Gelegenheit finde und die Zeit finde, werde ich definitiv mal hier eine Wanderung machen. Ja, drüben am Hohen Kasten ist ein schönes drehbares Restaurant. Mhm. Kann man auch gut essen. Wir trinken hier da am Gasthof Stauberer natürlich nachher auch noch was Gutes da. Aber jetzt machen wir einen kleinen Spaziergang, damit die Leute wissen, dass der Gino einen guten Geschmack hat da. Willkommen im modernen Zahlalter. RaiPay. Bezahlen mit jedem Android-Smartphone. Raiffeisen. Wir macht's möglich. Freistanzer. An 37 Standorten in Vorarlberg finden wir Raum für Ihre persönliche Beratung und Betreuung. Mit 255 Mitarbeitenden sowie Partnerinnen und Partnern. Unica. Gemeinsam besser leben. Gino, wie man nur unschwer heraushören kann, du kommst aus Deutschland. Aus welcher Gegend kommst du? Richtig, in der Nähe von oder Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt aus Bielefeld. Ist das der Ruhrpott? Was, ich kenne mich da nicht so aus. Ja, ist in der Nähe vom Ruhrpott, Essen, Bochum, Dortmund, da die Gegend. Sind ungefähr 100 Kilometer von da. Und da bist du aufgewachsen und Schule gegangen, alles? Genau, da bin ich aufgewachsen. Ich bin jetzt 41. 35, genau, bis 35 war ich in Bielefeld. Richtig Bielefelder Junge. Dann hast du sicher auch in deiner Jugend Fußball gespielt. Genau, in der Jugend war ich auch Fußball aktiv. Da war ich auch in der U15, U14 in Arminia auf Trainingsnachwuchs. Oh. Und ja, so habe ich mich dann halt dementsprechend entschieden, den schulerischen Weg zu machen. Da habe ich auch Abitur gemacht, studiert. Architektur. Darum hast du die ganzen Gebäude so angeschaut. Ich habe mir gedacht, die alle modernen Gebäude schaut er so genau an. Jetzt ist mir klar, das hast ja du studiert. Genau, das fasziniert mich auch, Architektur und Design extrem. Sieht man auch im Gebäude bei dir drinnen, du hast einen guten Geschmack. Ja, das war ja von vornherein so. Das war früher ein Spital gewesen, das haben wir umgebaut und umstrukturiert als Casino-Nutzung. Medignova hieß das früher, Privatklinik, und daraus haben wir dann halt das Casino gemacht. Hast du überhaupt Zeit für Hobbys? Ja, wenn ich die Zeit habe, dann mache ich es. Schau mir gerne die Matches von Alltag an, ja. Was für mich sehr, gestern waren wir ja da. Ein Punkt gemacht? Ja, immerhin, ein Punkt zu Hause gegen Austria Wien. Ja, du bist verheiratet, ich habe dich nur gestern gesehen, du hast eine bezaubernde kleine Tochter. Genau, die für mich auch extrem alles ist. Für sie tue ich auch alles. Ein richtig guter Papa. Ja, so. Ich tue mein Bestes. Betreibst du auch Sport? Wenn ich die Zeit finde, wie gesagt, es ist extrem schwierig, die Zeit einzuteilen. Wenn, ja, mit dem Fahrrad, jetzt habe ich mir auch ein E-Bike geholt. Oh. Genau, fahre jetzt extrem viel Fahrrad, damit man diesen Ausgleich halt hat, dass es extrem wichtig ist. Ich meine, du bist der Glückmacher. Was bedeutet für dich Glück? Glück, du, das ist eine gute Frage. Für mich ist dieses Wort Glück extrem vielseitig. Hier zu stehen mit so einer Kulisse ist Glück. Morgens aufzustehen ist Glück. Gesund zu sein ist Glück. Und deswegen dehnbarer Begriff für mich.
den man überall einsetzen kann. Na jetzt auf jeden Fall, wir haben einen glücklichen Moment erwischt, ein wunderschöner Platz hier da. Übrigens, kennst du die Geschichte, wenn man da hoch sieht, da ist der höchstgelegene Briefkasten der Schweiz. So ungefähr 70 Meter Höhe. Da sehe ich, so ein gelber Kasten ist das. Ja. Wird der dann noch genutzt? Müssen wir schauen. Auf jeden Fall, wir werden keinen Brief einwerfen. Wahnsinn. Du, hast du einen Leitspruch für dein Leben? Carpe diem. Nutze den Tag, das ist für mich wirklich so. Was hat dich hierher gezogen in diese wunderschöne Gegend? Nur der Beruf selber, die Arbeit, ne, das Casino. Ich wohne jetzt und lebe hier seit 5 Jahren. Da mein Spruch ist dann dementsprechend auch so, da wo Leute Urlaub machen, da bin ich halt zu Hause. Wir sind international gebunden, wir haben das Dreiländereck, Deutschland, Schweiz, Österreich, extrem perfekt gelungen und gebunden. Wir haben dann eine Stunde Autofahrt, haben wir dann Italien. Also die Gegend hier an sich ist wirklich atemberaubend. Ja, und du arbeitest dort, wo andere zum Urlaub herkommen. Genau, so sieht man das ja, wenn man jetzt hier die Kulisse sieht. Da kommen halt extrem viele Urlauber hier hin. Ja, ich würde sagen, Urlaub ist ein gutes Wort. Jetzt spazieren wir ein bisschen und nachher unterhalten wir uns über das Grand Casino Liechtenstein, was es da Besonderes gibt, warum man unbedingt hin sollte, wie man hin sollte, ob man Glück hat oder auch nicht. Aber das Glück ist ein Vogel, sagt man in Österreich. Exakt, genau so ist das. Ja, gerne, können wir gerne machen. Ja, eigentlich schade, wir wollten eigentlich ursprünglich da hinüberwandern, aber aus gesundheitlichen Gründen geht es halt nicht. Aber wir sind auf dem Berg. Richtig, das ist gut so. Und ein wunderschöner Berg, einen schönen Berg hast du ausgesucht. Genau, das ist wichtig. Wie waren eigentlich deine beruflichen Stationen? Casinomäßig habe ich hier vor 5 Jahren angefangen als Croupier. Bin jetzt seit Februar 22 bin ich Geschäftsführer vom Grand Casino Liechtenstein. Zuvor habe ich studiert, 5 Jahre in Detmold, Architektur, erfolgreich, mit Auszeichnung mein Diplom. Gratuliere. Genau, herzlichen Dank. Und man sagt immer, wie man zu dieser Bindung gekommen ist, Casino-Studium. Ich habe in der Woche studiert und am Wochenende habe ich gejobbt und das war im Casino. Das heißt, du hast dir dein Studium selbst finanziert wahrscheinlich? Exakt, genau so ist es. In der Woche habe ich studiert, wie gesagt, und am Wochenende habe ich im Casino dann die Karten gegeben. Wie bist du denn nach Liechtenstein gekommen? Wie gesagt, ich habe damals ein Angebot gekriegt, wo ich dann mich beworben habe und habe dann im ersten Casino in Liechtenstein als Croupier angefangen. 2019 war das. Grand Casino Liechtenstein bietet ja viel, ihr habt Events. Was ist die Spezialität jetzt von deinem Casino? Ja, ich vergleiche das meistens immer wie so ein Überraschungsei, Spielspannung. Hat viele Facetten, das Casino. Es ist nicht nur rein Casino. Wir haben auch mit dem Motto mehr als nur Casino, werben wir damit. Wie gesagt, es hat einen wunderbaren Restaurant, das Alpspitt-Restaurant. Wir haben eine Fläche, wo wir Raucher, Nichtraucher, Casino anbieten. Wir haben eine Hotelanlage mit 11 Zimmer. Wir haben im dritten Bereich haben wir eine komplette Poker-Area für die Pokerspieler, wo wir bis zu 53 Tischen aufbauen können. Wir haben einen Eventbereich, wo wir das temporär nutzen, wo wir Schulungen, Seminare, Konferenzräume vermieten können. Wir arbeiten extrem viel zum Beispiel mit Bismarck gegenüber. Wir bieten denen dann halt die Schulungsräume auch an. Und wie gesagt, das Highlight oder das i-Tüpfelchen, Four Floor, so eine Art Whisky-Zigarren-Cocktail-Lounge da oben mit einer wirklich atemberaubenden Blick Richtung Werdenberg und Liechtenstein. Boah, das sind ja einige Punkte, die es einem wässrig machen. Naive Frage. Früher war das so, wenn man ins Casino wollte, nur mit Krawatte und so. Wie ist es da bei dir? Mittlerweile ist es extrem lästig geworden. Im Sommer bieten wir auch an, dass man mit kurzer Hose reinkommen kann. Aber in den Stoßzeiten ist es so, wirklich mit langes Beinkleid, das reicht auch ein Hemd oder ein T-Shirt. Früher war es halt anders, jetzt ist es so.
kann man auch zu dir, du hast von der Kulinarik geschwärmt, kann man auch nur hinkommen und einfach was Gutes essen? Genau, das Alpspitz bietet einen separaten Eingang, ohne das Casino zu besuchen, bietet man eine Vielzahl an Speisen da, was wirklich sensationell ist. Vom Vorspeisen, Hauptgang, Dessert bieten wir wirklich eine hohe Küche an. Das Grand Casino Liechtenstein aber bietet noch viel mehr, habe ich gehört. Ja. Es ist einfach eine sehr angenehme Atmosphäre, wo man sich einfach so gerne trifft und manchmal wirft man was hinein oder spielt, aber hat einen schönen Abend. Ist das richtig? Das ist richtig. Das ist mittlerweile der Hotspot, wenn man abends weggehen möchte, weil, wie ich das vorhin auch schon erwähnt habe, das hat extrem viele Facetten. Man hat die Geschmäcker, die man hat in unterschiedlichen Abteilungen aufgeteilt, ob es jetzt nur ein Drink ist oben im Vorfloor oder wenn man wirklich nur pokern möchte, hat man da wirklich die Möglichkeiten. Du bist in Vorarlberg sehr bekannt und auch beliebt, wenn man die sieht bei den Fußballspielen, alle wollen mit dem Gino reden. Wie bist du eigentlich zum Fußballclub SC Arralltag gestoßen? Ja, wie gesagt, damals war es so gewesen, dass wir ein Konzept hatten, eine Philosophie hatten, dass wir Richtung Vorarlberg mehr werben möchten. Und so ist man dann halt auf den Fußballclub Alltag zugegangen. Man hat dann die ersten Gespräche geführt und ja, letztendlich kam dann September 22 dann der Vertrag zustande, dass wir dann quasi die Damenmannschaft als Hauptsponsor sponsern wollen. Eine erfolgreiche Mannschaft. Erfolgreich. Letztes Jahr Zweiter gewesen. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr auch oben wieder mitspielen werden. Und wie gesagt, diese Zusammenarbeit kam mit Juka zustande, der Vertriebler. Und es ist mittlerweile nicht nur geschäftlich, sondern eine extreme gute Freundschaft entstanden. Und so tauschen wir uns auch aus. Und der Sponsoring haben wir auch ausgeweitet. Wir sind jetzt auch bei den Herrenmannschaften. Auf den Hosen hinten drauf, auf den Werbeflächen und das ist wirklich ein Wow-Effekt, was wir im Stadion halt auch haben. Das wollte ich fragen, ist mir nämlich aufgefallen, auch bei den Herren ist jetzt Grand Casino Liechtenstein als Sponsor vertreten. Ich als Fußballfan, ich freue mich, möchte jetzt einfach mal bei dir Danke sagen, dass wir so schönen Fußball durch dich haben. Na, ich danke auf jeden Fall auch, wie dieser Verein zusammensteht und vor allem diese Harmonie, die innen drin herrscht, in dem Stadion selber. Also ich bin jetzt auch so, dass ich fast jeden Sonntag beim Heimspiel da bin, bei den Damen definitiv. Mhm. Wie gesagt, letztes Jahr habe ich den Trip mit Juka gemacht, dass wir nach Wien gefahren sind. Also wie gesagt, uns ist kein Kilometer halt zu schade für diesen Verein. Im Business-Zelt in Alltag ist ja auch ein Spieltisch und da machst du ganz schön Werbung. Da kommen immer ich sehe nur, wie die Leute immer hingehen und einmal probieren. Zack, bums, das Glück. Und man kann ja kleine Gewinne machen. Ja, kleine Gewinne nicht, aber schon was Großes, sagen wir mal so. Genau, wie im Zelt haben wir jetzt auch wieder was Neues. Haben wir so eine kleine Casino-Ecke aufgebaut mit Roulette, Blackjack-Tischen. Jeder Gast oder jeder Zuschauer, der quasi in das Zelt reingeht, hat einen Chip und der kann da auf eine Zahl setzen und wenn die Zahl kommt, gewinnt er dann quasi ein Genussspiel in Wert von 80 Franken, so ein Drei-Gänge-Menü im Alpspitz. Das habe ich versäumt gestern. Ja, dann beim nächsten Heimspiel musst du auf jeden Fall auf eine Zahl setzen. Die Leute haben sehr viel negatives Momente, Fernseh, Radio, Zeitungen. Und ich glaube, daraus entsteht auch die Sehnsucht nach Abschalten ein paar Stunden da. Trifft es voll auf dich zu? Ja, eigentlich schon. Also gemäß dem Motto, Leben und Leben lassen. Mit der heutigen Zeit hat sich extrem viel verändert. Die Zeit, wir gehen auch mit der Zeit halt mit. Und da ist es halt einfach wichtig, wie gesagt, dieser Zusammenhalt auf der Welt zu haben, das Positive in sich zu sehen. Und das ist halt wichtig, dass man positiv ins Leben reingeht, dass man jeden Tag, den man halt hat, nutzt, positiv vor allem nutzt. Und das ist halt extrem wichtig in der heutigen Zeit. Das war jetzt ein schönes Stichwort. Positiv war jetzt das, was wir mit dir machen haben dürfen. Wir durften da rauf, durften staubern, 1200 Höhenmeter übrigens mit der Seilbahn da. Ich möchte mich
bei dir, Gino, ganz herzlich bedanken, dass du uns die Möglichkeit gibst, zu mehr über dich und das Gaukasino Liechtenstein erfahren. Ich wünsche dir alles Gute. Es hat hier viel Spaß gemacht, Gino. Und wir sehen uns in Alter. In Alter. Oder mal wo im Casino. Oder im Casino. Aber dann nicht in dem Haus. Ja, nein. Dann kommt Hemd da rein, oder? Danke vielmals. Ich danke dir. Ja, liebe Zuseher, das ist jetzt eine Begegnung am Berg der besonderen Art. Heute sind wir in Liechtenstein und Hober da, in der Schweiz da. Ich kann euch das nur empfehlen. Eine wunderschöne Wirtschaft, tolle Kulinarik, ein wunderschöner Ausblick, ein Vierländerblick. Man sieht Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Österreich. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche wieder Begegnung am Berg vom anderen Berg. Und bis dahin, viel Glück, dann Leber.